Herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Pen & Paper Kanal. Ich bin der Dan und heute stelle ich euch, Midgard Meister der Sphären vor, 4. Edition. Und ich werde es euch nicht vorstellen, denn wir werden heute zusammen das erste Mal reinschauen, denn ich habe dieses Prachtstück ergattern können für einen schönen Preis für 36,30 Euro. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ist fantastisch. Schön, dass ihr den Weg gefunden habt hier auf meinen kleinen Pen & Paper Kanal. Mir geht es alles rund um Pen & Paper, hauptsächlich natürlich um Midgard, das älteste deutsche Rollenspiel. Aber auch Let's Plays und Buchrezensionen und alles Mögliche sind dabei. Also ich mache ganz, ganz viele Dinge rund ums Hobby Pen & Paper. Was ist Meister der Sphären? Meister der Sphären ist ein Buch, von dem ich dachte, dass es vielleicht so 100, 120 Seiten hat. Und dann kommt hier dieser 300 Seiten Klopper um die Ecke. Ähnlich wie Meister aus Feuer und Stein, also das Zwergenquellenbuch oder die anderen Bücher. Also 300 Seiten waren wohl damals so State of the Art, will ich es mal nennen. Und ja, Meister der Sphären ist ein Quellenbuch, das einen Eindruck von den Denkweisen und Vorstellungen der Zauberer Midgards gibt. Also quasi, das ist das Buch, was den ganzen Hintergrund beschreibt. Dieses Buch ist für die 5. Edition nicht aufgelegt, aber es sind viele, viele Texte und Ideen anteilig in verschiedenen Büchern verarbeitet worden. Natürlich ein bisschen was, ich glaube, im Arcanum und ein bisschen was im Mysterium. Ich meine, da wären hiervon Dinge verarbeitet worden. Aber hier sind auch noch Beschwörungsregeln dabei. Hier sind ganz viele Dämonen, Elementare, Totenbeschwörer, Schutzzauber und so weiter. Ein Sphärenbestiarium von rund 120 Dämonen, Geistwesen, Götterboten und so weiter. So, dieses Buch hat irgendwann mal 30 Euro gekostet, als es neu war. Das muss man sich mal vorstellen. 300 Seiten, ja. Schwarz-Weiß, aber Hardcover, ja. 30 Euro. Ja, heute sind wir bei Farbdruck 200 Seiten bei 40 Euro oder so, ne? Naja, ist halt der Farbdruck auch, ist ja klar. So, das Buch, wie gesagt, ich habe das gebraucht gekauft, habt ihr ja schon jetzt gesehen, als ich es hochgehalten habe. Es hat einen leichten Wasserschaden hier hinten, der aber hier hinten, seht ihr, das ist ein bisschen wellig, der aber nicht stört. Vermutlich könnte man das sogar irgendwie hinkriegen mit dem Wasserschaden. Tipps dafür sind immer gern unter dem Video gesehen. Ja, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, ob man das mit einem Dampfbügeleisen oder so wieder hinkriegen kann. Ich weiß es nicht. Da müssen wir mal gucken. Dann hat es natürlich hier diese Ecken, die so ein bisschen aufgeraut sind. Hier unten, das mache ich immer, wenn so Ecken rausgeklopft sind. Male ich einfach mit einem schwarzen Edding wieder schwarz, dann durchsieht man es nicht. Ne? Außer, dass es jetzt hier ein bisschen franzig ist. Ja, ansonsten 36 Euro. 30 und diese komische Zahl hat zu tun mit den Versandkosten. Ja. Okay. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es jetzt bekommen habe. War wieder so ein Ding, was mir gefehlt hat in meiner Sammlung oder in meiner Bibliothek, will ich es mal nennen. Also alles, was jetzt so an Quellenbüchern Midgard 3 und Midgard 4 rausgekommen ist, das versuche ich schon in meine Sammlung zu bekommen. Gerade wenn es sich um Erweiterungsbände handelt, um Regionalbände und so ein Kram ist, ja. Hauptsächlich das Grundregelwerk von Midgard 3 brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber wenn ihr zum Beispiel das WLAND habt für einen guten Preis, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie 80, 90 Euro auf Ebay, wenn ihr das Zwergenbuch habt oder so, oder Aran oder sowas, könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Wie gesagt, ich brauche die Sachen so nach und nach, aber diese hohen Preise kann und will ich auch nicht bezahlen. Also kann man sicher verstehen, weil ich bin kein Sammler, kein Reseller, ich bin ein Active User, wie man so sagt, oder wie ich das jetzt mal so nenne. Und dementsprechend ist mir der Inhalt auch wichtiger, als dass es einen perfekten Zustand hat und eingeschweißt ist, weil hier ist alles drin. Es ist ein erfahrenes Buch, es hat seine Macken und Kanten und es hat hier
hat hier seinen Wasserschaden davon getragen. Aber es funktioniert natürlich trotzdem immer noch. So, schauen wir rein. Also jetzt, das Vorwort hier ist von Peter Kater und Gerd Hubrich. Die haben das dann wahrscheinlich auch geschrieben. Und natürlich Jürgen Franke. Seht ihr, die waren auch mit dabei. Also ich habe da, wie gesagt, nicht so viele Infos. Wie gesagt, ich dachte auch, dass es kürzer ist und habe es leider nicht mehr bekommen. Und jetzt habe ich es endlich hier. Was ist drin? Also erstmal spannend. Das hier ist alles der Aufbau der Welt Midgard. Wie das alles funktioniert, wie es gedacht wurde. Das sind die Regeln. Und wie alles in diesen Leben, in diesen Regeln, in dieser Welt funktioniert, wie das Multiversum funktioniert, wie die Sphären funktionieren, wie das Leben in den Sphären funktioniert. Und danke, Katze, dass du jetzt anfängst wieder. Es ist der Hammer, die Katzen, ne? Grundlagen der Zauberei und Reisen zu fernen Welten. Das ist der erste große Block. Das sind schon mal 130 Seiten. Ja? 130 Seiten nur Magietheorie, Welttheorie, Aufbau der Welt. Deswegen ist dieser Band für mich auch sehr wichtig. Ja, weil er mir halt noch einen tieferen Einblick gibt. Also ich bin da so weit von perfekt entfernt, also von perfekt zu sein, was das angeht. Werde es auch nie sein, weil ich immer so ein bisschen so meine eigenen Wege gehe. Aber das ist die Grundlage so ein bisschen. Dann Arcanes, ja, Kodex der Sphärenreisen, Arcana-Kodex, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich, wie diese ganzen Dinge funktionieren und so weiter. Magietheorie, Reisen in spirituelle Gefilde. Und dann kommt was, das ist, glaube ich, bis jetzt noch nicht bei Midgard 5 und wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Außer es wird nochmal irgendwo nachgereicht. Das sind Beschwörer. Gerade hier normale Beschwörungen, Vertrauten, Exorzismen, Nekromantie. Nekromantie ist ja in Dunkle Mächte mit drin. Jedenfalls weiß ich aber auch nicht, in welchem Umfang. Ja. Sphärenmagie, okay. Dann ein spezielles Thaumaturgium für Beschwörer. Das heißt, magische Gegenstände. Also Thaumaturgie heißt nach meinem Verständnis das Speichern von magischer Energie und magischen Sprüchen in Gegenstände oder in, weiß ich nicht, alles Mögliche. Oh, die Zettel. Ja. Ah, ordentlicher Kaffee. War jetzt ein paar Tage müde, richtig müde und jetzt habe ich wieder richtig Power und Bock. Man muss sich auch mal ausruhen. Und dann kommt das Sphärenbestiarium. Seite 230 bis 278. Das heißt 48 Seiten fantastische Wesen, die noch zum Bestiarium dazukommen. Elementarwesen, Dämonen und spirituelle Geschöpfe wie Naturgeister und Geisterwesen. Und Kreaturen des Imperiums. Und dann, wahrscheinlich ist dann dadurch auch das Mirkgard-Projekt entstanden oder das Mirkgard-Projekt wurde hiermit aufgenommen. Jedenfalls oder gewürdigt. Denn dann kommen hier noch 10, 15 Seiten, ja, das war mal 11 Seiten, über Mirkgard, die dunkle Schwesterwelt, in der halt alles anders ist wie auf Midgard. Also die Zeit ist ab einem gewissen Punkt auch anders gelaufen, ähnlich wie es bei Midgard 6 auch so stattfinden soll, dass man sagt, irgendwann hat sich was getrennt und abgespaltet und dann ist hier die Welt Midgard standalone. Okay. Jo, Einleitung für Rollenspiele. Das werden wir uns auf jeden Fall auch mal angucken. Vorbemerkungen, also hier passiert noch einiges, bevor das überhaupt losgeht. Und dann hat das alles so lustige Namen. Also die heißen alle Roche irgendwas oder Unus am Ende irgendwas. Hier Roche Denus, Roche Unus, Roche Ternus und Roche Tetrus. Meinetwegen. Hört sich auf jeden Fall gut an. Und wieder mal, Leute, ich kann es nur wieder wiederholen. Ne? Es ist schwarz-weiß, es hat Text. Und Leute, ich weiß, wie es ist. Ja? Ich weiß, wie es ist. Man hat immer weniger Zeit für alles. Und und man versucht dann alles irgendwie zu machen. Macht lieber eins richtig.
spielt weniger, aber dann macht lieber eins richtig, und zwar Abenteuer massiv vorbereiten mit richtig vor, nehmt euch richtig Zeit und nehmt euch auch Zeit hier für Texte. Ich kann es nur einfach nur sagen. Ja, hier sind kaum Bilder drin. Das ist alles Text, ja? Und das ist Inhalt. Ihr bekommt hier massiv Inhalt, ja? Für wenig Geld, ja? Das ist viel schöner als alles nur jetzt so runterzudampfen. Also ich bin da mittlerweile, ich bin von dieser, alles muss einfach werden oder für Einsteiger freundlich, das ist alles richtig. Aber es muss auch ein gewisses Maß an Anspruch bleiben, eine gewisse Tiefe bleiben, und die will ich so haben, wie sie hier ist. Midgard 4 war für mich die beste Edition, weil es halt sich Zeit genommen hat für ganz viele Dinge. Und ob man sie braucht oder nicht, das kann man entscheiden, wie man möchte. Aber für mich sind 300 Seiten hier, das ist Luxus, das ist purer Luxus. Und die Bilder, die da drin sind, sind auch, sagen wir mal, ja gut, ich finde sie geil, ja, ich mag das total, diesen Stil, ja. Es gibt aber so ein paar, die nicht gelungen sind, wie immer, ne? Ist immer so. Ja. Also hier geht es jetzt um diese ganze Ebenen-Theorie, von denen ja Midgard die mittelste ist. Es ist natürlich klar, dass es früher Magera hieß, das System hier, und auch die Welt. Und dann wurde dann gesagt, Leute, da wir das jetzt hier vertreiben, können wir jetzt nicht diese alte Welt nehmen, an der wir keine Rechte haben. Jetzt benennen wir es um in Midgard. Und Midgard, ja, wenn man so drüber nachdenkt, der Name passt halt gar nicht zum System, weil es geht halt nicht um, also man hat sofort die Idee von diesem Wikinger Ding, ne? Ist ja klar, Midgard. Dass das hier aber weniger eine Rolle spielt, ja, also rein werbetechnisch ist es nicht so gut, aber das interessiert eh keinen mehr. Aber es wurde halt gesagt, Midgard, das ist die Mittelwelt. Das sind die Mittelwelten, das ist so die dritte Ebene. Hier haben wir sie alle aufgelistet. Es gibt die Elementarebenen und das sind die Urebenen, und da ist es alles nur noch, das sind die Elementare sehr roh, für sich alleine in verschiedenen Welten und so weiter. Da gibt es dann ein paar Mischebenen, aber sehr, sehr starke Bezüge zu einzelnen Elementen und so. Dann gibt es die Urwelten, dann gibt es die Mittelwelt, wo so ein paar Elemente so zusammenkommen und so eine harmonische Auslegung bekommen, so ein schönes Mischungsverhältnis, dass halt Leben da sehr gut möglich ist. Dann gibt es die Chaos-Ebene und die Ebene der Finsternis. Das ist auch was, was andere Leute vielleicht nicht so gleich auf dem Schirm haben. Chaos heißt jetzt nicht unbedingt bei Midgard, dass es jetzt so das Böseste ist, ne? Man kennt es ja von hier Warhammer und so, da ist Chaos immer das Böseste. Aber alles, was finster magisch ist oder finster, das ist bei Midgard richtig böse. Ne? Und hier sind, ach, das ist auch interessant, hier gibt es noch verschiedene andere Welten, aber auch Mittelwelten, die beschrieben sind, jedenfalls die erwähnt sind. Das ist ja der Hammer. Ich habe da noch überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ja. Was gibt's denn da? Nahe Chaoswelt aus der Erde, Eis, Feuer, Holzsphäre. Ja, wichtig ist auch noch zu wissen, in diese Sphären, also es ist ja so, die Elemente, es gibt halt, es gibt ja eine gewisse Menge. Das ist Erde, Eis, Wasser, Luft, Feuer. Aber es gibt in Kantaipan gibt es noch andere. Denn diese Festlegung hier, zu sagen, es gibt Erde, Eis, Wasser, Luft und Feuer, das ist ja die Meinung
der, sagen wir mal, westlichen Welt, ja, von und der westlichen Bildungselite, also der Magier. Das ist nicht so, dass das jetzt so ein Allgemeinwissen ist natürlich, ne? Das weiß kein Mensch. Ja, das wissen, das ist so, und die, die es wissen, die wissen noch nicht mal, ob es so stimmt. Und in Kantai Pan, da gibt es noch anderes. Da gibt es auch, glaube ich, Metall, ja, und Holz, ja, und so. Also die haben da noch entweder, das ist halt die Frage, ne, das lasse ich jetzt mal so ein bisschen im Dunkeln, weil ich mir auch nicht so sicher bin. Entweder haben die noch mehr entdeckt, die oder haben andere entdeckt, die die westliche Welt nicht entdeckt hat, oder die haben andere Elemente irgendwie falsch gedeutet oder so. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Sache. Vor allem für mich immer mehr, ich habe mich ja immer so ein bisschen gescheut vor Priestern, da komme ich jetzt so langsam hin, in so ein bisschen in diese Glaubenswelten rein, so, ne? Aber vor Magiern und dieser Magietheorie, da bin ich immer so ein bisschen, da versuche ich immer so, da improvisiere ich immer ganz stark, auch was Magie angeht. Was jetzt so diese Magietheorie angeht. Und ich finde es aber immer gut, egal was man spielt, ob man einen Bettler spielt oder wenn man einen Magier spielt, man sollte sich vorher ein bisschen Informationen zurechtlegen. Und das ist das, was wir auch bei unseren Let's Plays machen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel, man kann es in einem WLAN-Let's Play sehen, der René spielt einen Richter und der kommt halt jetzt echt mit so, der hat sich da vorher in solche Konstrukte von, sagen wir mal, Ting-Gerichten und sowas eingelesen, so ein bisschen, ne? Auch wenn er das vielleicht schon jetzt nicht speziell für das Let's Play gemacht hat, aber er kennt sich da aus und dann sagt man, okay, dann kann er das so gut darstellen, ne? Ich habe viel über bei dem Escher Let's Play habe ich sehr viel über ägyptische Sachen gelernt, also nicht nur bei dieser Vorbereitung. Wir haben ja ein Prequel gespielt, da habe ich ganz viel Fachbegriffe gelernt, aber auch schon vorher habe ich mich mit den Worten halt auseinandergesetzt und so, um das halt ein bisschen darzustellen. Ne? Und das hat man auch im Let's Play gemerkt, dass ich halt viele Sachen auch so deuten konnte und das war halt nicht gewusst, also dass das vorkommt, sondern das habe ich mir halt vorher so ein bisschen angelernt und das hat auch Spaß gemacht, diese Beschäftigung. Das ist das, was ich eben meinte, diese intensive Beschäftigung mit was, mit einer Welt oder mit Themen oder so, dass man sagt, ja, nicht nur der Spielleiter geht da ran und informiert sich und liest das alles, sondern auch die Spieler informieren sich in ihren Sphären, in der sie sich bewegen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Oh, das zischt. Ein Kaffee zischt. Okay, also Elemente sind ein großes Thema. Mischelemente sind ein großes Thema. Ja, da werde ich nochmal reinschauen. Oh, die Aranen haben einen Irrglauben. Das ist auch schön. Ja. Über das Leben der Sphären. Ja, jetzt kommt's halt. Weil es ist halt wirklich so, da steckt halt so viel dahinter. Es ist ähnlich wie bei ganz großen Fantasy-Serien. Game of Thrones, Herr der Ringe, was auch immer. Star Wars, naja, Star Wars passt jetzt in dem Fall nicht. Denn bei Game of Thrones und bei Herr der Ringe wird eine Geschichte erzählt und man hat das Gefühl, da ist noch ganz, ganz viel, was dahinter steckt, weil das einfach eine Welt ist, die so existiert. Und hier werden Dinge nur angerissen und das liegt daran, weil es halt auch wirklich so ist. Tolkien oder der George R. R. Martin, die haben wahnsinnig viel geschrieben über die Welt, was aber in dieser Situation nicht erklärt wird, sondern es wird einfach so als gegeben hingestellt. Ne? Da werden irgendwelche Orte genannt und so weiter. Und hier ist es auch so. Hier ist ganz, ganz viel dahinter und in den Abenteuern und so weiter. In den Zaubern entdeckt man das wieder. In Geschichten entdeckt man das wieder. In Ländern, Länderbeschreibungen und so entdeckt man immer so Facetten wieder, die, wenn man nachguckt, dann hier irgendwo auch erklärt sind, warum das alles so ist. Und das ist eine riesige Welt, die da aufeinander aufbaut und die logisch aufeinander aufbaut. Und das bedeutet auf der einen Seite,
dass man das halt zum Beispiel als Magier auch lernen kann, was wogegen wie wirkt, weil das einfach kosmisch so ist, ja, weil es eine Anima gibt und ein Astralleib und eine Seele und diese Elemente schließen sich teilweise bei den Zaubern gegenseitig aus. Und das hat alles eine Logik, eine innere Logik. Man muss verstehen, dass der Jürgen Franke ja Mathematiker ist und es muss nur eine Logik geben. Und deswegen wurde diese Logik ganz, ganz stark in die Welt eingearbeitet, in die Regeln, in die Fertigkeiten, in die Zauber, in alles eingebettet, wenn man das möchte. Also es ist eigentlich wie Dark Souls. Ja? Ihr könnt es alles nutzen. Die Welt, die Geschichte dahinter ist wahnsinnig groß und vielfältig. Ja, aber ihr müsst nicht. Ja, und das ist das Tolle an Midgard. Und das ist auch das Schwierige, was ich versuche immer euch zu erklären. Und natürlich in solchen Videos wie in diesem, das hört halt kein Mensch. Das hört nur ihr. Ihr seid wahrscheinlich Fans und wollt mit mir nochmal die magischen Abenteuer dieses Buches erleben. Und das ist halt so. Ich weiß, ich rede nicht viel über das Buch, sondern ich rede über Dinge, die dadurch entstehen in meinem Kopf. Ja. Und das ist auch in, weiß ich nicht. Das ist eigentlich auch ein Dan-Monolog, ist ja klar. Das sind alles Dan-Monologe. Okay. Ach so, genau. Und warum ich das jetzt erzählt habe, jetzt schließt sich der Kreis. Denn von diesen Gegebenheiten, wie die Magie funktioniert, wie die Welt funktioniert, wie Zauber funktionieren, also Zaubersprüche an sich, wie göttliches Wirken funktioniert und so weiter, da leiten sich einfach Regeln ab. Und diese Regeln münden dann auch in logischen Konsequenzen darüber, wie Wahrsagerei funktioniert, wie Schamanismus funktioniert, wie druidische Magie funktioniert und so weiter und so fort. Das greift alles ineinander. Und wenn wir davon gehört haben, dass es hier diese Ebenen gibt, die Elementarebenen und hören dann, es gibt druidischen Zauber, dann können wir uns schon vorstellen, aha, der druidische Zauber hat vielleicht was mit den Elementarebenen zu tun. Und wenn wir hören, dass es zum Beispiel auch das Elementar Holz gibt und dann, ja, dann ist klar, warum es auch zum Beispiel Zauber gibt, die auf dem Element Holz arbeiten, ja, oder auf Metall oder was auch immer. Okay, Leute, ich weiß, es war sehr, sehr viel Geschwafel und wir sind noch gar nicht so weit, Seite 47, aber wie gesagt, das ist dieses Buch hier. Das ist ja keine Vorstellung, dass ich sage, hier, ich stelle euch das jetzt in 15 Minuten vor, weil dann könnt ihr euch das bestellen, ob ihr Bock habt oder nicht, keine Ahnung. Das ist mir vollkommen egal. Ich will einfach Spaß mit dem Buch haben und euch dabei mitnehmen. Und das wird dann wahrscheinlich hier auch wieder so ein, weiß ich nicht, so eine ein einstündiges Schwadronieren. Na? Ja, alles klar, Leute. Wenn euch das gefallen hat, ne, bleibt mir gerne treu auf dem Kanal. Wie gesagt, ich mache ja auch kürzere Videos. Auch über ein Buch mal in einer Viertelstunde oder so. Aber es soll auch Zeit sein, bei allem Stress, beim Arbeiten, beim Let's Plays aufnehmen, beim Spielen. Es soll auch dafür Zeit sein, ne? Einfach mal in Ruhe reinzugucken, Kaffee trinken und ja, einfach mal so einzutauchen. Ne? Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, sage ich zum zweiten Mal. Ciao, ciao.